Ja. Und die Helebarde ist gerade im Augenblick sehr nützlich. Und ja, ich muss gucken, wie ich hier mauen ein bisschen. Fortgut, natürlich. Besser hinkriege. So, wir haben alle Schutzsteine. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Also neben Schädel und Hammer haben wir jetzt auch noch den Flammen- und den Blutschutzstein. Ihr spielt in die Kontrollen herum und platziert die Schlüsselsteine in verschiedenen leeren Schlitzen. Nachdem ihr dessen Schlüsselstein eingesetzt habt, gibt die Maschine ein sohnendes Geräusch von sich und scheint sich zu deaktivieren. Die Kraft, die Treppe blockiert hat, ist nun verschwunden. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Wir können jetzt also hoch in den nächsten Stock. Da gibt es noch einen Stock. Bist ein großer Stock? Ja, du bist nochmal ein großer Stock. Okay. Wenn es das ist, was ihr wollt. Oh je. Erwischt! Wurde aber auch Zeit. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Jetzt wissen wir aber auch, warum die Feuerriesen neulich so einfach waren, plötzlich. Ja. Weil sie plötzlich auf leicht gestellt waren. So, einmal hochgeheilt. Könntet ihr mir für einen Moment euer Ohr leihen? Ich habe wichtige Dinge mit euch zu besprechen. Ja, okay, doch was belastet euch? Warum habe ich nur das Gefühl, dass Mr. Heiligenschein gleich wieder eine Predigt daherkommt? Ihr möchtet jetzt eigentlich nicht wirklich darüber sprechen. Nehmen wir mal ja, Keldon. Es scheint mir so, dass eure Bestimmung wesentlich größer sein könnte, als selbst ihr es zuerst angenommen habt. Große Macht wartet auf euch und ihr müsst daran denken, dass das Blut Bals in euren Adern fließt. Ich verdamme euch deswegen nicht, Talisa. Ihr habt nicht entschieden, dass ihr ein Kind des Fürsten des Mordes sein wollt. Nelf bleibt die Tatsache, dass in euch das Böse ist. Diese Tatsache kann ich nicht ignorieren. Worauf wollt ihr hinaus, Keldon? Wollt ihr mir etwa drohen, Keldon? In allem von ist auch Böses, Keldon, selbst in euch. Worauf wollt ihr hinaus? Ich fürchte um euch, Talisa. Ich fürchte mich vor euch. Ich werde an eurer Seite bleiben, solange ihr für Gerechtigkeit und Wahrheit eintretet. Ich werde euch helfen, gegen das Böse in euch zu kämpfen. Ich danke für eure Unterstützung, Keldon. Was ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vom Bösen übermannt werde? Eure arrogante und angeberische Art ist vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, um mir zu helfen, Keldon. Nehmen wir mal die zwei. Ich werde ein Gebet für euch sprechen, Talisa, und Helm darum bitten, eure Schritte auf dem Weg zur Erfüllung eures Schicksals zu lenken. Ich war keine große Herausforderung. Au. Was? Auf geht's. Okay, okay. Ich warte auf euren Befehl. Ja, wir können gleich wieder heilen. Vita, Mortis, Vita, Mortis. So, jetzt ein Quick Save. Ist was los? Kein Problem. Okay, riesige Tore. Toll, warum habe ich das Gefühl, ich komme nur durch den Lavastrom hier rein?
Oder durch den Lavastrom hier. Zeit aufzu. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Was möchtet ihr? Okay, wenigstens scheint der noch nicht so weh zu tun. Ja, also hier lang? Der da tut jedoch weh. Bären, Eindringling im heiligen Tempel. Das Feuer des Meisters kann niemals ausgelöscht werden. Okay, okay. Ich bin bereit, ganz nah. Erwischt! Au. Okay. Keine große Herausforderung. Ja? Ich warte. Sicherheitshalber Furcht und eine Verteidigungskoordination. Und das da. Und das hier. Ja. Steinhäute. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Kettenzauber. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schreie zu. So, wir sind ein bisschen gebufft, weil da kommt ja ganz schön viel auf uns zu. Ich, was immer ihr wünscht. Ja, wenn ihr es wollt. Fort natürlich. Das hier ist wesentlich aufwendender als jeder Zirkus. Ich warte auf euren Befehl. Schon nicht. Ja? Ich bin bereit. So, noch eine Heilung auf. Ja, hier haben wir probiert, wie umkippt. Wow, der hat aber schön viel Zeug dabei. Ein
Kakoscheusal. Der Zauber teleportiert einen mächtigen Dämon herbei, der sofort den Reiz reif verwirrt und jedes Besen, das er sieht, angreift und tötet. Wesen, auf denen ein Schutz vor dem Bösen liegt, werden vom Dämon nicht angegriffen. Das ist ein äußerst gefährlicher Zauber, der man nur in höchster Not einsetzen sollte. Lass mich raten, ist doch ein 9er Zauber, oder? Nö. Ist nicht mal... Oh, ist ein... ist ein 7er Zauber, okay. Ich warte. Jede Menge Zeug. Ja. Balos Klaue, die Hand des Dämonen posiert förmlich von bösartiger Macht. In ihrem jetzigen Zustand ist die Hand zwar harmlos, aber es gibt Gerüchte, dass man ihre Magien fesseln kann, indem man sie mit einem anderen mächtigen bösen Gegenstand kombiniert. Oh. Klingt nach etwas für Kespiner. So, wir haben die paar Feuerriesen, die böse sind, getötet. Wir haben noch mehr Feuerriesen. Okay, okay. Na gut, noch zwei Feuerriesen kriegen wir definitiv down. Die beiden Panther hingegen. Das ist auch noch ein Elite-Feuerriese. Spricht aber gerne. Nächstes Mal. Sind die schon unterwegs? Was, nur einer? Ah, toll. Ja, so kann ich das ja doch machen. So, der Rest hat einigermaßen. Gut. Ich warte auf euren Befehl. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass... Wie so Mond ist Zauberschild. Na, das ist nicht ganz so besonders toll. Keine große Herausforderung. Ich hoffe jetzt aber mal, dass ich so... Au. Ein Trakt der Feuerriesenstärke. Da. Da ist ein Herz. Los, spuck es aus. Verstanden. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Und Trank der Feuerriesenstärke. Auf geht's. Schön.
Ich warte. Nun gut. Okay, wir machen das folgendermaßen jetzt. Da ich viel zu überladen bin. Zum Beispiel hier passt nichts mehr rein. Hier in die Tranktasche auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, überschüssige Tränke, die ich habe, werde ich ein bisschen woanders bunkern. Also Heiltränke nicht. Allerdings so Nicht-Heiltränke und Verwundbarkeitstränke und Unsichtbarkeitstränke und so werde ich immer nur 5 mitnehmen. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden.